Okay, es geht weiter mit der komischen SMB3-Challenge. Wir hoffen mal, dass es den erotischen weiblichen Boss von dieser Welt geben wird. Also, dass wir so weit kommen. Na klar. Gibt's hier sogar schon den nervigen Hammfisch, allerdings der unter Wasser ist eigentlich ein anderer. Obwohl, es ist ziemlich unverändert eigentlich. Kann das sein? Boah, jetzt wird's lustig, wenn du mich fragst. Muss ich mich nämlich sogar klein machen, weil ich hier sonst nicht mehr rauskomme. Boah, das war ja mal toll, ey. Wie ich immer so billig meine Power-Ups verliere. Hä? Boah, Glück gehabt, dass es da reingegangen ist. Sonst wäre ich jetzt nämlich tot. Mal sehen, ob jetzt wieder so ein verdammtes Hammfisch-Level kommt. Noch ist keiner zu sehen, aber das will nichts heißen. Gut möglich, dass es den hier trotzdem gibt. Naja, anscheinend gibt es ja erstmal nur so einen normalen Bastardfisch im Wasser. Überhaupt, das Level scheint kaum geändert zu sein, leider. Ist etwa der Hack schon zu Ende? Sieht irgendwie fast so aus. Wäre echt schade. Was? Okay, der ist doch noch nicht zu Ende, weil hier jetzt irgendwie zwei Hammfische kommen. Hä? Oder sogar drei? Was, wieso drehten sich das permanent? Teufelsmofos! Warum bist du so blöd, um den Block zu nehmen? Mit dem hätte ich die Fehlerhammfische abschießen können. Weiß ja eigentlich egal ist, wie viele Hammfische es gibt. Es reicht ja, wenn einer trifft, dass man erledigt ist. Dann muss man halt einfach dafür sorgen, dass man nicht von denen erwischt wird. Irgendwie ein bisschen einfach. Also, bis jetzt die ganze Welt, weil kaum was geändert ist. Ich weiß nicht, ob wenigstens die Burg ein bisschen geändert ist. Ich weiß ja nicht, ob das normalerweise so ist. Aber ich hoffe mal nicht. Okay, es ist geändert und der Hack geht also noch weiter zum Glück. Mal einen, der ein bisschen weiter geht als bis nur bis nach Welt 4. Obwohl, Moment mal. Wie mache ich denn das jetzt? Na genau, ich renne einfach schneller als der. Na klar, die haben das geändert, dass es nicht mehr Tür 3 ist. Hätte ich mir ja denken können. Versuche ich halt mal ein paar andere Türen. In der Hoffnung, dass ich irgendwann die richtige finde. Wahrscheinlich ist es sogar diese zweite, weil die besonders schwer zu erreichen ist. Nicht? Vielleicht ist es die letzte. Aber ich könnte ja mal gucken, ob hier ein Power-Up ist. Oder ob ich das kriege, ohne von diesem Bastard erwischt zu werden. Na klar, da war natürlich nichts. Vielleicht ist sogar gar keine Tür richtig, sondern eine von den Röhren hier. Obwohl ich eigentlich einen Verdacht habe, dass es eine richtige Tür geben muss. Na klar.
Warum bin ich denn für die Burgen immer zu blöd? Na klar! Irgendwie vergeige ich momentan total. Versuchen wir es mal hier. Na toll! Ich kann aber wieder zurück. Blöde Fettsack ist nicht in die Tür reingegangen. Der ist ja vielleicht mal ein Idiot. Ich weiß ganz genau, dass ich natürlich Pfeil oben gedrückt habe. Obwohl ich es nicht beweisen kann. Das ist so ein nerviges Kaizo Mario Level, ey. Ja, Kaizo Mario Programmierer Mofos. Ey, du großer Penis! Mir wäre es gleich zu blöd und ich setze irgendein Power-Up ein. Obwohl das Level doch echt nicht schwer ist jetzt eigentlich. Ja, na klar! Weil er auf einmal dieser Dödel gekommen ist und mich abgelenkt hat. Also irgendwie stelle ich mich das aber gerade echt blöd an. Oder zumindest kommt mir so vor. Ich dauernd so billig aus dem Bild springen. So als wäre ich der letzte Noob in Super Mario. Dieser Nervkopf hier. Na klar. Hä, wie weit geht denn das noch? Jetzt bin ich woanders. Aber keine Ahnung wo. Natürlich ist es irgendwie ein Geheimraum, den keiner braucht. Was brauche ich denn Münzen? Bringt doch überhaupt nichts. Oh, fast. Natürlich war das aber auch wieder falsch. Das kann noch ein bisschen dauern, bis ich da die richtige Tür gefunden habe. Weil ich nämlich keine Ahnung habe, wie viele von diesen verteufelten Türen es hier noch geben soll. Hier vielleicht? Nee, natürlich auch wieder nicht. Mal sehen, ob sie irgendeine solche Zar von China Tür gibt, die richtig ist. Hier wahrscheinlich, oder? Weil es da besonders schwer ist, dran zu kommen. Na, endlich! Ja, okay, jetzt kommt der Boss, also habe ich natürlich wieder mein Stage State gemacht und die ist jetzt ganz schwer. Na klar! Eigentlich muss ich ja nur einen von denen killen. Ha! Ey, nee, diesmal gibt's diesen Bug wirklich. Dass man sogar dann noch aus dem Bild springen kann, wenn man es eigentlich schon geschafft hat. Mofo-Teufel! Ey, am besten versuche ich die alle zu killen. Weil es sonst diesen Bug gibt. Dass ich noch aus dem Bild springen kann, wenn ich es eigentlich schon längst geschafft habe. Und ich frage mich jetzt nämlich, wie ich das zum Teufel schaffen soll. Den Weg kriege ich nämlich gerade echt nicht hin. Ich mofo dich jetzt aber gleich voll in deinen Arsch, ey. Genau so irgendwie. Einfach immer wieder drauf springen. Boah, das war eine schwere Geburt, ey. Boah, ey. Mein Bild war doch hier, oder? Mal sehen, wie nervig jetzt noch alles wird.
Ohr fast. Hier ist mal wieder nirgends was drin. Das geht ja gut los. Ey, das Level ist doch so schon schwer genug. Brauchst du nicht auch noch so einen Bastard? Nö! Nie weiß man, was für eine verdammte Taste, was für eine verdammte Aktion durchführt. Na klar! Ey, nee! Weiß dieser verdammte Lakitu, wie bastardig die Stelle sogar schon ohne den Lakitu war? Wenn das statt dem Lakitu nur ein Fisch ist. Und der war schon ein ziemlicher Bastard. Und der Lakitu ist natürlich noch ein viel größerer Bastard. Aber ich glaube, ich weiß, wie man das machen muss. Nämlich genug Anlauf haben, um gleich hochzuspringen. Wow! Ach toll, könntest du denn nicht in die richtige Bastard-Richtung gehen, du kleiner Bastard? Na klar, da kommt noch so ein Ficker. Renn! Oh, nochmal Glück gehabt, ich bin durch alles durchgespeedet. Oh, das war ja mal krank, ey. Oh, ey. Das kann man sich ja überhaupt nicht ausdenken. Na klar, weil mir ja ein Froschanzug auch so viel bringt. Hä? Ey, da ist alles anders. Wetten, dass hier auch ein Lakitu kommt? Puh, nee. Dafür kommt alles andere. Machen wir erstmal den hier weg. Muss ich mal wieder ein paar Power-Ups da böllern. Ich will natürlich auf jeden Fall jedes Level geschafft haben. Wieso steigst du denn noch weiter nach oben? Ich habe nur ganz sachte drauf gedrückt. Jetzt haben wir mal gucken, ob hier was ist. Toll. Verdammnis, Mofu! Ey, dieses Level ist doch nicht so schwer. Zumindest der Anfang davon nicht. Aber es ist doch verdammt nochmal möglich, hier den Pilz zu regen. Gibt's ja wohl nicht. Ja, ich krieg ihn schon wieder nicht. Was ist das denn jetzt? Die Grafikbugs machen einen auch ganz schön wahnsinnig. Bestimmt ist in der mittleren der Blume oder so. Ich hab's doch gewusst. Keine Ahnung, warum der Teufelsmofo wieder nach unten gestoßen worden ist. Ach toll. Was soll denn das jetzt? Boah, da wäre bestimmt das Ziel gewesen. Verdammt nochmal. Ey, das ist ja echt so. Dieser Bastard, dieser Fastartige, der wird nach unten gestoßen, wenn er sowas von blöd ist. Und ein Fragezeichen andonnert. Kann ja wohl nicht sein. Wie soll ich auf den verdammten Bastard von dem Pilz einfach pfeifen? Wenn ich den verdammt nochmal eh nicht krieg. Mohn! Mit der Feder könnte ich da wahrscheinlich einfach über alles drüber fliegen. Aber die Feder ist das Power-Up, das man von den normalen Power-Ups am seltensten kriegt und die man deshalb nicht einfach leichtfertig verballern will.
Mann! Wenigstens hier den Pilz haben. Wow! Ich habe keine Ahnung, warum ich mich jetzt in so einfachen Level so blöd anstelle. Wie soll das dann erst später werden, wenn ein wirklich schwieriges Level kommt? Nämlich diese Level sind bisher jetzt eigentlich nicht wirklich schwer, sie nerven nur total. Und das nervt, dass man unter Wasser so langsam ist. Oh, und warum geht der immer noch weiter nach oben? Das darf nicht sein. Das war so klar, dass man den verdammten Bastard von einem Bastardpilz nicht kriegen kann. Warum bin ich so blöd und versuche irgendwelche blöden Pilze zu kriegen, was eh nicht geht? Ich habe schon wieder ganz arg nach links gesteuert. So langsam glaube ich, dass mich das Spiel nicht mag. Du blöder Pilz, ey. Will ich das einfach mal einsammeln? Ey, ich verballere jetzt aber wirklich gleich ein blödes Power-Up für dieses blöde Level, ey. Wenn dieser eine Typ da aus YouTube zuguckt, dann wird er sich wahrscheinlich totlachen, weil es so bastardig ist hier. Oh, fast! Eher, was man hier alles achten muss. Also den Pilz hier, auf den kann ich pfeifen. Dummerweise werde ich hier aber ohne den Pilz nicht durchkommen. Wegen diesem Fastard da. Weil der so bastardig ist. Boah, grad so. Und jetzt werde ich hier irgendwo tot gemacht wahrscheinlich. Was wäre jetzt schon passiert? Ey, guck dir mal an, was da alles kommt! Na klar, der Blödmänner-Typi, ey. Ist nicht einfach nach da unten gegangen. Er hat gedacht, ihr müsst so tun, als wäre das Teil der Plattform. Ey, das kann doch nicht so schwer sein, ey. Aber anscheinend ist es das. Hier ist alles gegen einen. Also das Level ist an sich nicht schwer. Aber man muss die ganze Zeit aufpassen. Oder man ist erledigt. Zum Beispiel hier. Da stößt einen das so arg nach oben. Und natürlich ist genau da dann der Bastard von einem Wickerfisch. Dass das hier Notenblöcke sind, ist natürlich auch toll. Boah, boah! Ey, nee! Ey, weißt du, wie schwer das ist, da durchzukommen, ohne dabei gegen irgendwelche blödsinnigen Notenblöcke zu stoßen, die eh keiner braucht? Das ist so bastardig, ey. Das Level sieht doch echt einfach aus. Ist doch gar nicht so schwer. Was habe ich denn jetzt die ganze Zeit für Probleme? Kann doch nicht sein. Aber irgendwie ist ja alles so verteufelt. Na klar, das war keine Berührung, du alter Bastard. Ach so, genau, weil man ja hier lang muss. Und dann beten, dass man hier irgendwie gottverdammt nochmal durchkommt, ohne dass ihr 20 Kilometer weit nach rechts gestoßen wird, wenn er ein ganz kleines bisschen die Taste gedrückt hat. Langsam glaube ich, dass ich an der Stelle noch groß sein muss, weil es sonst nie was wird. Und ich werde natürlich an der Stelle nicht groß sein, weil das Spiel nämlich nicht will, dass ich das bin. Ich auch nie rausfinden, was hinten dran kommt. Super. Geh weg, du! Und zwar sofort! Na warte, gleich kriegst du was aufs Maul, du! Also hier! Ich drücke ein ganz kleines Mini-Bisschen nach rechts. Ja, jetzt hat es auch funktioniert. Vorhin ist er nämlich dann die ganze Zeit ewig weit nach rechts gegangen. Aber natürlich wird hier noch genau sowas Bastardiges kommen. Cool. Und hier kommt auch noch irgendwas. Wahrscheinlich fliegende Fische oder so.
Boah, Gott sei Dank, ey. Es hat so lange gedauert, dass ich jetzt wahrscheinlich ein Safe State Backup machen werde. Und ein neues Video. Zum Glück ist wenigstens noch genug Platz, dass ich ganz viel aufnehmen kann. Also, da geht's dann irgendwann mal weiter und mal sehen, wie nervig das nächste Level ist.